Wenn ihr Hundeanfänger seid und einen kleinen Scheißer übernehmen wollt, lasst euch mal nicht eine Erstausstattung für richtig, richtig viel Geld aufschwatzen. Was wirklich wichtig ist, zeige ich euch heute. Egal wie ihr den Hund mit nach Hause nehmt, es wird ja meistens nicht gerade zu Fuß sein. Eine Transportbox für unterwegs im Auto ist die Investition, die ihr auf jeden Fall haben sollt. Denn darin kann der Hund nachher auch mal das Alleinebleiben üben. Der Hundegröße angemessen müsst ihr euch also so ein Ding im Vorfeld kaufen. Sonst könnt ihr euren Welpen gar nicht erst mit nach Hause nehmen. Welches Futter der Hund kennt, seiner Größe angemessen, seinem Alter angemessen, solltet ihr euch unbedingt von dem, der euch den Hund verkauft, mitgeben lassen. Und sagen lassen, welches Futter das ist. Umstellen könnt ihr dann schrittweise. Aber ein Umzug ist für den Hund immer Stress und ihr wollt es ja nicht übertreiben. Wie groß der Napf tatsächlich sein muss, ist auch der Größe des Hundes angemessen. Da kann man aber zunächst auch mal einfach nur eine Schale nehmen. Ist zwar für Wasser nicht so gut, das kippelt dann leicht um, aber egal, für die erste Zeit wird es gehen. Wichtiger ist, dass der Hund nicht gleich sich an neues Futter gewöhnen muss, deswegen lasst euch das eben erstmal mitgeben. Was noch Sinn macht, ist ein Hundegeschirr oder ein Hundehalsband, das in der passenden Größe kommt, das der Hund kennt, damit ihr nicht sofort erstmal shoppen gehen müsst. Auch das wäre für die erste Zeit einfach nur Stress. Das könnt ihr hinterher in Ruhe machen, wenn ihr genau wisst, was eurem Hund am besten passt. Schön ist es, wenn ihr eine Leine mitbekommt. Gerne keine Flexileine, denn ihr sollt ja erstmal diese Leine als Draht zum Hund zur Führung aufbauen. Und das ist mit den Flexileinen relativ schwierig. Für kleine Welpen, die eigentlich nur zum Üben ein Halsband brauchen, tut's das auch vollständig. Denn die laufen euch eigentlich noch von selbst hinterher, wenn alles richtig gelaufen ist. Da ist es mehr zum Üben und zur Sicherung. Ob und welche Körbchen ihr braucht, ist auch der Größe des Hundes und euren Gewohnheiten und seinen Gewohnheiten anzupassen. Fakt ist, es gibt Körbchen in allen Preisklassen, für jede Größe, in jeder Art. Und die meisten Hunde benutzen lieber eure Hose, die ihr auf den Boden geschmissen habt, kommen mit ins Bett und kuscheln dort oder sind sonst wie zugegen, sodass ihr erstmal ein kleines Körbchen, eine normale Decke oder irgendwas nehmen könnt und dann gucken, was ihr längerfristig braucht. Selbstverständlich macht das nachher Spaß, sich teure Sachen zu gönnen und die schön aufzustellen, muss aber überhaupt nicht sein. Nehmt was Pflegeleichtes, wo man auch die Krümel von durchkaute Stöckchen und so weiter rausbekommt. Dem Hund ist das erstmal egal. Der möchte in eurer Nähe sein. Ich würde euch auch empfehlen, irgendeine Bürste euch schon mal zu kaufen. Da geht es mehr ums Üben. Und hier geht es nicht darum, dass die nicht ganz sauber sind. Die sind frisch benutzt. Und ich würde euch auch empfehlen, eine Hundezahnbürste dazu zu kaufen. Denn damit könnt ihr auch üben, dem Hund mit etwas ins Maul zu gehen, damit ihr die Zähne schützen könnt und der eben später keine Probleme hat durch Zahnstein und anhaftende Bakterien. Snacks, Knochen und Co. KG werdet ihr euch früher oder später sowieso viel zu häufig für euren Hund kaufen. Achtet darauf, dass es der Größe angemessen ist und nicht so, dass der Hund es verschlucken und daran ersticken kann, wenn er alleine dort in Gange ist. Kennt der Hund Welpenunterlagen, gibt es die in Waschbar, in zig Größen und mit verschiedenen Motiven. Und es gibt sie auch in Einwegunterlagen. Auch davon würde ich mir dann etwas kaufen. Außer ihr wollt es dem Hund abgewöhnen. Und er soll auch beim strömenden Regen nach draußen. Dann müsst ihr so etwas natürlich nicht kaufen. Scheren und Schermaschinen gibt es auch in verschiedenen Preisklassen. Von ganz billig bis ganz teuer. Auch da würde ich mich an eurer Stelle erstmal herantasten. Aber wenn ihr euch eine Billigschere, eine Billigmaschine kauft, gibt es meistens keinen Ersatz und es ist meistens tatsächlich auch schwieriger. Also wer sich einen Pudel holt, kann sich auch gleich eine vernünftige Maschine dazu holen. Eure Entscheidung. Und dann könnt ihr euren Welpen oder euren Hund mit nach Hause nehmen. Wichtig ist einfach, dass ihr euch einen vernünftigen Züchter holt, der euch diesbezüglich berät, was kennt der Hund, was mag der Hund und an eurer Seite ist nicht nur die erste Zeit, sondern auch später mit Fragen, Rat, Tat und Hilfe. So wie es bei uns der Fall ist. Dafür kostet der Hund ein bisschen mehr, aber man hat ein vernünftig geschultes Tier und eine sinnvolle lebenslange Hilfe an eurer Seite.